Die Losung für heute steht im 51. Psalm. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Der 51. Psalm ist ein Bußpsalm. In der Überschrift heißt es, ein Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Batseba eingegangen war. Die Geschichte, dass David zum Ehebrecher wurde und sogar zum Mörder am Mann der Frau, die er begehrte. Und dann seine Einsicht, nachdem der Prophet zu ihm kommt, das Entsetzen, die Strafe. Und David bittet Gott um Vergebung. In diesem Psalm steht dieser Vers, der uns heute begleiten soll. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe. Um ehrlich zu sein, so ganz glücklich bin ich mit der Übersetzung von Martin Luther an dieser Stelle nicht. Die Übersetzung Martin Luthers hört sich so an wie: Gott, jetzt verändere dich. Du warst bisher streng mit mir und nun sei wieder fröhlich zu mir. Aber das steht da in diesem Psalm so nicht und so meint es Martin Luther auch nicht. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe. Ich würde es anders übersetzen. Ändere mich, kehre mich um, sodass ich mich wieder an deiner Hilfe freue. Es geht nicht darum, dass Gott sich verändern soll, sondern dass wir Menschen Gott bitten, ändere uns, ändere diese Welt und fang bei uns an. Hilf du uns, dass wir uns wieder an deiner Hilfe, an deiner Kraft erfreuen, dass wir unsere Stärke aus deiner Nähe ziehen und nicht aus unserem eigenen Handeln. Der zweite Teil unserer Losung: und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Auch da die Veränderung. Gott, schenke uns die innere Kraft, die innere Stärke, dass wir nach deinen Geboten handeln, dass wir uns an dir orientieren und uns nicht den Einflüsterungen dieser Welt hingeben. Wir bitten Gott, dass er uns ändert, dass er uns so ändert, dass wir uns an Gott, an dieser Welt, an den Menschen und auch an uns selbst erfreuen können. Denn Gott sieht voller Liebe auf uns, er nimmt uns an voller Barmherzigkeit. Amen. Kreuz, auf das ich schaue, steht als Zeichen da, der, dem ich vertraue, ist in dir mir nah. Kreuz, zu dem ich fliehe aus der Dunkelheit, statt der Angst und Mühe, ist nun Hoffnungszeit. Kreuz, von dem ich gehe in den neuen Tag, bleib in meiner Nähe, dass ich nicht verzag. Gott, wir bitten dich für die Menschen in der Nähe und in der Ferne. Segne uns.